wir gehen von Anfang vom 3.10 nochmal rein. Ich unterbreche euch nicht, oder nur wenn es wirklich ganz furchtbar ist. Und dann können wir wieder stückeln ab durch die Prüfungsszene. Okay? Nein, das ist keine Einbildung, wenn in Muttenz auf dem Kirchplatz vor der Midenza eine Bühne steht und den ganzen Tag geprobt wird, dann sind die Intensivproben von den Rattenfängern im Gange. Der Dani Wermüller, der Regisseur, hat angerufen und gesagt, Dani, komm vorbei, wir sind wieder dran, wir haben ein sensationelles Stück. Es heisst «Der eingebildete Kranke» von Molière. Dani Wermüller, du bist jetzt die ganze Zeit schon dabei als Regisseur, hast natürlich die ganze Geschichte im Kopf. Klingt dir das jetzt dann aber auch, vielleicht in drei Sätzen hier eine kleine Zusammenfassung zu machen, ohne selbstverständlich den Schluss zu verraten? Okay, das ist schon schwierig. Also es geht darum, einen, der absolut überzeugt ist, er ist schwer, schwer krank und eigentlich hat er überhaupt nichts. Und in seinem Wahn, krank zu sein, aus dem heraus ergibt sich alles, was er macht. Er will seine Tochter verkaufen oder verheiraten, einen Arzt, er will die kleinere Tochter in einem Apotheker verheiraten, er verliert sämtliche Relationen zur Wirklichkeit, weil sich alles nur um seine Krankheit dreht. Und wie er die los wird, das erzähle ich nicht. Ich habe es eingängig schon gesagt, es ist eine sehr amüsante Geschichte. Jetzt ist aber ganz etwas Wichtiges bei so einem Molière-Stück, die Proben. Es sind trotzdem sehr viele Leute auf der Bühne, die haben Intensivproben. Wie heisst denn das? Sind die Leute schon so vorbereitet, dass man direkt auf die Bühne geht und nur noch stellt? Also unsere Proben funktionieren so, wir fangen nach der Fasnacht in der Regel an und proben viermal pro Woche bis zu den Sommerferien. Aber das sind natürlich dann drinnen und nur einzelne Szenen, das heisst, wir proben immer nur die, die gerade wirklich vorkommen. Und jetzt die Intensivprobewoche hat der Zweck, dass dann alles zusammengefügt wird. Wir sind dann auch zum ersten Mal auf dem Originalspielplatz, haben das erste Mal die richtigen Dimensionen auch, haben das Gefühl für den Platz und für die Lautstärke, die man auch muss haben, dass man draussen kann spielen. Und natürlich sind die Leute wahnsinnig gut vorbereitet, vor der Probe vorher. Und jetzt ist es eigentlich nur noch ein Übersetzen auf draussen. Bene. Aber das ist doch zwei Minuten. Schreiten wir also zur Exekution. Gut, Vito. Signore. Jawohl. Niki, erst losgehen, wenn sie sagt Signore. Nicht ich habe schon gedacht, auch wenn man zugeschaut hat, hier jetzt in der Probe, sie sind alle schon sehr sicher. Jetzt, normalerweise geht es ja immer zwei, drei Vorstellungen, bis man dann die Anschlüsse wirklich hat. Ich habe jetzt hier schon gesehen, auch an deiner akribischen Arbeit, du bist hier jetzt schon total auf dem Zug. Genau, das ist es. Das ist genau. Jetzt hat es überall Kontakt. Einmal zum Sicheren und dann gehen wir zurück in die Toilette. Hä? Ja, wir wollen nicht auf die dritte oder vierte oder fünfte Vorstellung fertig sein, wir wollen auf die Premiere fertig sein. Und das, was so flutscht bei Molière, so die unheimlich schnellen Dialoge, wo einem anderen fast reinschwätzt, das muss man jetzt schon proben, das kann man nicht einfach sich einspielen lassen, das kommt dann nicht gut. Dann habe ich auch gesehen, das ist mir aufgefallen, du bist natürlich völlig dabei, da geht das Maul mit dem Text. Aber die Augen sind meistens ganz neu miteinander, nicht gerade beim Hauptprotagonist. Warum ist das? Das hat mit dem zu tun, dass der Hauptprotagonist in der Probe am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Also mit dem schaut man jeden Satz an, also mit allen, die Sätze haben, dass wirklich das von den Einsätzen her stimmt. Und jetzt beim Zusammensetzen kommt es darauf an, was machen die, wenn sie gar keinen Text haben? Weil die müssen zusammen die grosse Einheit bilden, hinter denen, die gerade die Szene tragen. Und darum gilt meine Aufmerksamkeit dann vor allem denen, die hinten dran sind. Also, und ich kann euch etwas sagen, eure Aufmerksamkeit sollte in den Daten gelten, die ihr jetzt seht. Die Rattenfänger sind bekannt dafür, eine tolle Theatergruppe, die seit Jahren hier immer alles gibt. Jetzt fängt es gerade an zu tröpfeln während dem Interview und ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich hoffe, dass ihr nur gutes Wetter habt und wünsche euch eine super Premiere. Viel Spaß. Merci.